gucken mal auf der Map. Ich denke, es könnte hier noch eine Vorratskiste geben, aber ich guck mal hier so hinten lang. Gas. Hier gibt es viele Flat Iron Buildings. So, wieder das Gebäude. Stimmt, wir sind dann einfach ein bisschen abgedriftet wegen dem Geheimnis da oben. Warum sind wir jetzt eigentlich nachts unterwegs? Ich glaube, das Geheimnis können wir uns mal kurz holen gehen. Und das Schiffsverbesserung. Oh, hier ist ein Krankenhaus. Oh. Wartet. Wir holen uns zuerst hier das Geheimnis. Dann gucken wir da im Krankenhaus. Da sollte es doch Vorratsmittel geben. Auf jeden Fall ein Geheimnis. Aber vielleicht müssen wir auch erst ganz am Schluss zum Krankenhaus. Wir schauen mal. Ich würde es wundern, wenn es im Krankenhaus keine Vorräte gibt, ehrlich gesagt. Hier gibt es Vorräte. Sonst würde jetzt nicht so eine Cutscene kommen. Saftinge Krankenhaus. Jetzt weiter. Wir könnten versuchen, weiter nach oben zu kommen. Da kommen wir dann rechts hoch. Eigentlich sind wir doch aktuell am aktuellen Stand der Geschichte angekommen mit unseren Erinnerungen, Storyteilen besser gesagt.
Also schreiben wir ja jetzt unsere Zukunft. Kann ich das so verstehen? Drüben ist noch ein Geschichtsteil. Bitte. Dort kommen wir dann hoch. Ich muss da mal kurz auf der Map gucken, wo ungefähr die Vorratskiste ist. Nein, okay. So müssen wir da hoch. Hier da drüben geht's. Achso, wir müssen hier drüben runter. Ich wollte gerade sagen, hier drüben geht's übrigens runter, aber wir holen uns erst den Geschichtsteil. In die Richtung irgendwo müsste dann. Da unten ist. Ja. Hier geht's runter. Ich denke mal, der Vorrats. Die Vorratskiste wird wieder ganz oben da irgendwo sein. Das ist zumindest auch wieder. Unsere rote Ranke. Ich guck mal kurz, wie viele Geheimnisse wir hier noch haben. Zwei. Und zwar hier am linken Krankenhausrand. Ich denke, da kommen wir noch hin. Oh, oh, oh. Warte, komme ich hier rum? Nein. Dann muss ich da an der Seite irgendwo runter. Wie gut, dass sie genau da drunter durchpasst. Das Spiel guckt... Okay, da ist die Vorratskiste. Das Spiel guckt schon sehr, dass es uns mit der Atmosphäre bekommt. Also gerade mit dem schlechten Wetter da gerade im Hintergrund, das beunruhigt mich so ein bisschen. Moment, wie kommen wir da... Ich möchte gern das Geheimnis haben. Wir haben gesehen, dort hinten ist die Vorratskiste. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Okay, wir kommen hier gerade gar nicht mehr hoch. Nein. Oh, schade. Ich glaube, ich komme nicht mehr an das Geheimnis von hier. Vielleicht doch. Oh, hier ist noch eins. Da drüben.
Okay, so müssten wir es rüber schaffen. Ich würde es wundern, wer da jetzt nicht rüberkommt. Sieht gut aus. Gut, dann müssten wir auch alle Geheimnisse hier gefunden haben. Laut Karte. Dann geht's zurück zu unseren Vorräten. Und dann müssen wir die letzte Vorratskiste finden. Irgendwo. Wenn es immer die letzte Vorratskiste oder das letzte Item, was man braucht, zu finden, finde ich immer am schwierigsten. Weil man dann halt genau Glück haben muss, die Stelle zu finden, wo man denn hin muss. So hat man halt immer noch die Chance, sagen, ich fahre nach Norden und irgendwo wird sich schon eine Vorratskiste finden. Aber so wird es gerade ein bisschen schwieriger, glaube ich. Die letzte zu finden. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Vorratskiste. Okay, wir müssen seine Schmerzen lindern. Aber ihr geht's auch nicht so gut. Aber bevor ich es vergesse, Storytile. Ich hoffe, das Plus soll heißen, dass es ihm besser geht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber wir machen uns auf die Suche der letzten Vorratskiste. Ich würde immer noch sagen, wir fahren mal hier oben hin. Richtung Krankenhaus und weiter nach links. Gib jetzt doch mal ein bisschen Gas. Gerade Strecken kann ich schneller fahren, aber ansonsten fahre ich einfach nur an. Ich glaube, wir müssen bestimmt bei dem ganz hohen Hochhaus hin. Mich würde sonst wundern, warum das da ist. Dort hinten hin. So, da ist das Krankenhaus. Da waren wir schon. Ist da noch was?
Wir schauen mal, wie wir hier hinkommen. Hier war doch das Geheimnis, glaube ich. Da ist rot. Wo finden wir jetzt die letzte Vorratskiste? Richtung Bootsverbesserung noch mal gucken. Müssen wir vielleicht dahin? Ich schau mal wieder, ob ich irgendwie eine rote Ranke finde. Ja. Oh, ich hoffe, hier finden wir unsere letzte Vorratskiste. Ja, sehr gut. Rully Hotel. Rully, nicht Rully. Rully oder so. Okay, wir haben unsere letzte Station gefunden. Ich hoffe, unserem Bruder geht's da wieder gut. Dass wir hier nicht das alles umsonst gemacht haben. Kannst du nur hängen. Oh, da oben steht schon wieder ein Wassermann, glaube ich. Da sieht zumindest aus wie eine Hand. Er streut auch die Blütenblätter. Also wir könnten die Leiter runter. Okay, wenn wir die Leiter runtergehen, kommen wir zu einem Geheimnis. Geschichtsteil. Ich sage immer Geheimnis. Es ist halt ein Geschichtsteil, aber ich glaube, ihr versteht das. Und jetzt gehen wir hier runter. Ich weiß gar nicht, wie viele Geheimnisse gibt es hier denn. Zwei noch. Und dann wieder den Pflanzen lang folgen. Gehen wir erst nach oben oder gehen wir erst darüber? Wir gehen erst nach oben. Ich glaube, da drüben sieht es aus, als kämen wir ganz hoch auf das Hotel.
Sehr gut. Richtige Entscheidung, glaube ich. Jetzt gehen wir darüber. Gehen wir über das Rohr nach oben. Bis dahin. Da oben könnten wir ein Geschichtsteil haben. Ich gehe mal darüber gucken. Nee, wir müssen erst hoch und kommen dann erst rüber. Scheinbar. Anders komme ich, glaube ich, nicht zu der Leiter. Wie komme ich denn darüber? Von da hinten. Okay. Hier rund. Oh, da hinten ist schon die Vorratskiste. War das dann jetzt der zweite... Das hatte Geheimnis schon, was es hier zu holen gab? Kann ich nochmal gucken auf der Map. Tatsächlich. Okay, dann können wir uns die Vorratskiste holen. Da bin ich jetzt gespannt, was passiert. Laut Anzeige war das ja die letzte Vorratskiste, die es zu holen gab. Was dann passiert mit uns und unserem Bruder? Ist hier noch irgendwas? Nee, war gar nicht lang. So, letzte Vorratskiste? Fragezeichen. Oh nein.
Wir sind durch. Und es gab ein Happy End. Aber es gehört sich, den Abspann zu zeigen. Und ich habe gesehen, man kann noch erkunden. Ich überlege mir in Ruhe, ob es noch eine Folge gibt. Als eine Zusatzfolge, wo wir einfach nochmal vielleicht ein paar Geschichtsteile suchen. Aber die Story ist durch. Wie gesagt, es gehört sich, dass man den Abspann zeigt. Das sind alles die Leute, die mitgearbeitet haben und denen gehört genauso ein bisschen Respekt gezollt und Anerkennung. Ich glaube, es ist nicht so einfach, ein Spiel zu programmieren. Alles in allem kann ich aber sagen, hat mir das Spiel unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Es war sehr atmosphärisch. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man das Spiel selber gespielt hat oder nur zugeschaut hat. Es gab viele Sachen, die ähnlich waren. Diese Kletterparts, den halt natürlich die Geschichtsteile sammeln. Aber alles in allem fand ich es wunderschön gemacht. Das Spiel ist von 2015, das müssen wir bitte bedenken. Es war ein schönes Spiel. Und ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich hoffe, euch hat auch das Let's Play dazu gefallen. Ich habe nicht immer so viel gesagt. Ich habe das Spiel einfach auf uns alle wirken lassen. Gerade die Cutscenes. Gott sei Dank geht es unserem Bruder wieder gut. Wir konnten die Insel verlassen. Ich bin natürlich jetzt gespannt, oder mich würde interessieren, was denn nun mit dem Vater? Also, gehen die jetzt zurück zu ihrem Vater? Oder nicht? Weiß es nicht. Ich glaube, das soll unserer Fantasie überlassen sein. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen bei diesem Let's Play. Falls ihr Interesse habt an noch weiteren Let's Plays von mir, dann lasst es mich wissen. Das ist natürlich jetzt ein krasser Unterschied zu den Let's Plays gewesen, die es bisher bei mir so gibt. Aber ich möchte natürlich auch verschiedene Genres, verschiedene Spielarten etc. pp. Zeigen. Das war ein kurzes Let's Play für euch und auch für mich. Ich habe das Spiel jetzt am Stück durchgespielt. Das war auch gut so. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst mir Feedback da, lasst mir konstruktive Kritik da. Ich bin da sehr offen und freue mich, wenn wir uns bei dem nächsten Video wiedersehen. Und vielleicht gibt es noch ein kleines Special, wo ich noch die Geschichte der Stadt mit euch durchgehe. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen, ihr werdet sehen. Ich schreibe es hier irgendwo hin, ob es denn noch einen Zusatzteil gibt oder nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Ich sage, macht's gut, habe ich gerade schon gesagt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. So, zum Schluss musste ich mich natürlich noch mal verhaspeln, wie es denn so sein muss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.